Welche Gründe gibt es für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens? Stellen wir uns wieder vor, das ist eine Frage, die in der mündlichen Prüfung gestellt wird. Und dann ist es natürlich sehr gut, wenn man zunächst mal antwortet, nun, die Rechtsgrundlage für diese Frage ist die Insolvenzordnung. Die Insolvenzordnung, das heißt jetzt nicht Insolvenzgesetz, heißt Insolvenzordnung, hat aber den Status eines Gesetzes. Insolvenzordnung. Und die Gründe laut Insolvenzordnung, ja, die Gründe laut Insolvenzordnung sind, und da können wir die Brücke bauen, denn was heißt Insolvenz? Insolvenz ist doch nichts anderes als Zahlungsunfähigkeit. Also die Antwort steckt im Wort drin, wenn man weiß, dass Insolvenz Zahlungsunfähigkeit heißt. Also die Unfähigkeit, nicht Unwilligkeit, sondern Unfähigkeit. Er kann einfach nicht. Er kann seine Rechnung nicht mehr bezahlen. Also haben wir auch sofort den ersten Insolvenzgrund, Zahlungsunfähigkeit. Und diese Zahlungsunfähigkeit wird ein bisschen ausgeweitet, denn laut Insolvenzordnung kann der Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auch schon sein, die drohende Zahlungsunfähigkeit. Und jetzt soll hier bitte nicht der Eindruck entstehen, als sei das sehr klar, was hier steht. Die Begriffe sind klar. Zahlungsunfähigkeit, man kann seine Rechnung nicht bezahlen oder es droht der Zustand, dass man die Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Aber wann genau ist das? Und ab wann? Es gibt nur die Regelung, dass man spätestens 3 Wochen nach Eintreten der Zahlungsunfähigkeit den Insolvenzantrag beim Gericht stellen muss, als Verantwortlicher für die Gesellschaft. Diese Regelung gibt es. Aber dieser Zustand der Zahlungsunfähigkeit ist sehr schwer zu greifen. Ja, wenn es da wirklich um die Situation geht, dann wird der Schuldner immer sagen, ja, aber ich habe ja noch gewartet auf und da war ja mir der Zahlungseingang versprochen und wenn der gekommen wäre, dann hätte ich ja bezahlen können und dann wäre ich ja nicht zahlungsunfähig gewesen und so weiter und so weiter und so weiter. Also wir wollen bitte nicht so tun, als sei das hier jetzt damit alles klar in der Praxis. Aber zurück zu unserer Ausgangssituation in der mündlichen Prüfung, sind das hier die richtigen Antworten? Und dann gibt es noch drittens die sogenannte Überschuldung. Und da muss man sich jetzt ein bisschen auskennen in der Bilanz, denn dieser Begriff der Überschuldung bezieht sich auf die juristische Person, nicht auf die natürliche, die juristische Person. Genauer gesagt, die juristische Person. Ich bin gar nicht sicher, des privaten Rechts nur, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall juristische Person, also in der Praxis zum Beispiel eine GmbH. Und da gibt es eine bestimmte Konstellation in der Bilanz. Sie wissen, auf der linken Seite stehen die Vermögenswerte, auf der rechten Seite steht die Mittelherkunft. Und wenn hier die sogenannte Überschuldung eingetreten ist, auch das ist definiert, wann Überschuldung da ist, dann ist das ein Grund, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen. Noch eins zur Klärung. Die Ausgangsfrage bezieht sich um die Frage, wann ein Insolvenzverfahren eröffnet werden soll. Und das geschieht von gerichtlicher Seite. Es war nicht die Frage, wann eine Insolvenz angezeigt werden muss. Denn gerade bei diesem, wann die Insolvenz angezeigt werden muss, ist immer diese Frage noch unklarer, wann wirklich Zahlungsunfähigkeit
vorliegt oder Zahlungsunfähigkeit droht. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.